Er kann ganz schön weit springen, vor allen Dingen für sein Alter. Diese Kluft ist schon breiter und der Rand heimtückisch. Gehen Sie zunächst bis an den Rand, drücken Sie dann gleichzeitig auf Vorwärts und springen. Wenn Sie in der Luft sind, drücken und halten Sie die Aktionstaste und greifen Sie nach dem, was Sie zu fassen kriegen. Ja. Wartet er da jetzt auf uns? Ah, die Geschwindigkeit nimmt zu, nicht wahr? Noch eine Überquerung, Kind, oder sollten wir eine Teepause einlegen? Oh, ich glaube, ich kriege es gerade noch gebügelt. Möchte doch unter keinen Umständen etwas auf Ihren schönen Anzug verschütten. Ja, die Dialoge hier sind jetzt nicht wirklich der Hammer. Ich dachte, er... Ach, Mann. Das hier verlangt nach einem Anlauf. Ich gehe als Erste. Ja, warum hast du es denn nicht schon eher gemacht? Ich habe gerade Anlauf genommen. Seien Sie nun vorsichtig, mein Kind. Für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Gehen Sie bis an den Rand und anschließend zurück, um einen Anlauf zu nehmen. Und dann unterbrichst du mich nochmal, wenn ich dann springen möchte. Das ist natürlich auch nicht besonders toll. Ja, also die ganze Region heißt quasi Angkor, was glaube ich so viel wie Stadt übersetzt bedeutet. Und Wat bedeutet glaube ich einfach nur Tempel. Hieß früher mal anders, das ganze Teil hier, aber naja, was soll's. Und wurde halt... ja, vom Volk der Khmer quasi gebaut. Also der König war halt vom Volk der Khmer. Und ja, war halt quasi dem Shivaismus geweiht. Also sprich indischen Göttern und ich sag euch jetzt indischen Göttern, vielleicht ist es auch... Nun vorwärts antippen und sofort danach springen drücken und halten. Danach mit der Aktionstaste nach der vorstehenden Kante greifen. Er unterbricht uns tatsächlich nochmal, nachdem wir Anlauf... also nachdem wir quasi in der richtigen Distanz für den Anlauf sind. Gott, wie anstrengend. Ja, also vielleicht ist Shivaismus bedeutet das auch, dass man es nur einen indischen Gott weiht. Ich weiß es nicht so genau. Das habe ich mir jetzt nicht nochmal extra angelesen. Es sieht aus wie irgendein Tor oder so. Naja, da kommen wir aber nicht durch. Ja, warum ich jetzt nicht rüberspringe? Ich will natürlich hier unten mir das alles noch angucken. Inkompetenz hin oder her. Ich meine, der gute... von Kreu übersieht dafür die goldenen Totenschädel. Und ich meine, das sind ja wichtige Artefakte. Und vielleicht, ja, gibt es ein Bienchen in unser Heft, wenn wir sie ihm nachher bringen. Nein, Lara will natürlich die Totenschädel schon für sich selbst haben. Ah. Nummer 3, wenn ich mich nicht irre. Gut, dann können wir jetzt hoch und rüberspringen. Ja, aber über den genauen Zweck der Anlage gibt es halt... ja, also das weiß man halt nicht so genau. Also war halt irgendwelchen Göttern gewidmet. Dort sieht man übrigens diese... 3 der 5 Türme in dieser Lotusblütenform als verpixelten Hintergrund. Und da nochmal, das ist... Vielleicht sind es dann doch nicht die 5 Türme im Inneren, sondern nur irgendwelche Ecktürme. Na gut. Das wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich diesen Sprung verkackt hätte. Okay, dann warten wir noch ab, was er uns jetzt zu sagen hat. Ein nützlicher Riss, gezeichnet von der Hand der Zeit. Für das untrainierte Auge nicht zu sehen. Sie sind ein richtiger Superheld, Werner. Ah ja, Superman.
Ja, wie gesagt, ich finde, sie redet irgendwie, als wäre sie 10 oder so. Es ist ein bisschen merkwürdig. Vor allen Dingen nach dem, was sie schon ein bisschen erlebt hat, gerade da mit ihrer Mutter in Nepal. Ja, vielleicht trieft es auch nur einfach so von Ironie. Man weiß es nicht genau. Ja, wir müssen jetzt hier rüberhangeln. Also es ihm gleich tun. Das ist jetzt nicht so schwer. Was ich jedenfalls noch sagen wollte, diese tollen Frauen, Statuen bzw. Reliefs sollen es ja hier sein, sogenannten Apsaras, sind halt so typisch für, ja, für Darstellungen in diesem Raum, beziehungsweise auch für Darstellungen im indischen Raum. Und es sind so wie, ja, so Naturgeister, weibliche, die quasi im Garten des Gottes Indra wohnen. Also sind sozusagen wie indische Nymphen oder sowas. Und keine Sorge, das werde ich alles wieder vergessen, nachdem ich diesen Teil hier aufgenommen Gut, habe. drücken Sie nun die Vorwärtstaste, um hochzuklettern. Du unterbrichst mich dafür mal nicht. Das finde ich aber gut. Okay, ja, später ist dann Angkor Wat dem Verfall preisgegeben worden. Es war dann zwischendurch noch eine buddhistische Stätte. Aber ja, heutzutage versuchen halt. Oh. Was ist das für eine Ansicht? Hier geht es steil hinab. Drehen Sie sich deshalb um und wenden Sie sich von der Tür ab, drücken Sie gleichzeitig zurück und die Aktionstaste. Lassen Sie die Aktionstaste wieder los, damit Sie zu Boden fallen. Ja. Wann immer die Kamera der Meinung ist, sie ist jetzt starr, dann kann Das ich ist mich Ihre natürlich Chance, sich Ihren auch nicht Lebensunterhalt zu umsehen. verdienen, junges Fräulein. Der Mechanismus zur Aktivierung der Brücke liegt auf der anderen Seite des Stroms. Diese Flüsse fließen durch Kammern und Höhlen tief unter den prähistorischen Vorbergen. Als Konsequenz. Einfrieren, würde ich mal sagen. Haben Sie wieder mal eine Ihrer Gichtattacken, Werner? Okay. In tiefen Becken können Sie schwimmen, wenn Sie die Taste für einen Sprung drücken. Mit den Richtungspfeilen können Sie im Wasser manövrieren. Im Flussbett findet man vielleicht Artefakte und so manches. Ja, das gucken wir uns doch gleich mal an. Also da scheint es lang zu gehen. Irgendeine Treppe. Und da unten habe ich doch schon was gesehen. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Genau. Das kann sie auch. Einen schönen Kopfsprung. Aber das ist so eine Spezialbewegung, wo ich mir immer wieder selbst neu überlegen muss, wie die eigentlich ging. Deswegen werde ich die wahrscheinlich nicht allzu oft machen. Aber es sieht hübsch aus. Und das kann sie sogar aus dem Stand raus. Kann sie sich dann auf dem Boden abrollen. So, da gibt es noch einen Gang zum Tauchen. Hier kommen wir nicht raus. Ah. Oh, sogar gleich zwei. Das ist natürlich nett. Die Rolle macht sie auch unter Wasser. Sehr schön. Es gab irgendeinen Teil, da konnte sie das nicht. Ich glaube, Teil 1, vielleicht auch noch Teil 2. Oder ihren unvergleichlichen Seetang. Nichts gefunden, Lara? Na gut. Verwenden Sie die Vorwärtstaste und die Links- bzw. Rechtspfeiltasten, um sich über die Wasseroberfläche zu bewegen. Wenn Sie die Küste erreicht haben, drücken Sie die Aktionstaste und steigen aus dem Wasser. Ja, es ist sehr nett von den Leuten, dass sie es versucht haben, so realistisch wie möglich zu machen, Suchen indem Sie sie. nach einem Hebel oder Druckpunkt. Ganz in der Nähe muss einer sein. Wenn Sie ihn gefunden haben, drücken Sie die Aktionstaste, um ihn zu aktivieren. Also, dass er quasi ihr so das zuruft, aber das wird natürlich wieder sauber kaputt gemacht, indem er ihr zuruft, welche Tasten sie benutzen muss, um vorwärts zu kommen.
Ach, ich finde das lustig. Hebel. Hebel in Tomb Raider sind dazu da, gedrückt zu werden. Und deswegen tun wir das jetzt einfach mal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bei dieser Art von Hebeln ist es irgendwie. Da habe ich Probleme, mich immer davor zu positionieren. Ja. Der kann es mal wieder nicht abwarten. Sie holen sich noch den Tod in diesen Klamotten, meine Liebe. Ein kleiner Sprint diese Leiter hoch wird sie wieder abtrocknen. Diese Fürsorge ist doch sonst nicht Ihre Art. Liebste Lara, Sie sind eine überaus wertvolle Karte in diesem Spiel. Sie alte Romantiker. Ja, manchmal jedenfalls. Ach, ich würde sagen, er hat bestimmt eigentlich nichts dagegen, dass sie so bauchfrei rumläuft. Marschieren Sie zur Leiter und drücken Sie nun die Aktionstaste, um darin hochzuklettern. Halten Sie die Taste weiter gedrückt und verwenden Sie die Vorwärtstaste, um bis ganz nach oben zu klettern. Da hat er wenigstens ein bisschen was zu gucken. So, das ist natürlich immer noch das gleiche Wasserbecken. Ein weiterer Dort Hebel. oben befindet sich ein weiterer Hebel. Legen Sie ihn um und kehren Sie danach so schnell es geht zurück. Die Aufgabe ist fast gelöst. Wir dürfen natürlich wieder alles für ihn machen hier. Und scheinbar möchte sie ihm nicht verraten, dass sie goldene T Totenschädel schon eingesammelt hat. Ach so, und jetzt genau, jetzt geht's hier lang. Der Rest ist nur noch ein Katzensprung. Drücken Sie springen und halten Sie dann die Aktionstaste gedrückt, um nach den Stangen greifen zu können. Danach drücken Sie auf Vorwärts und schwingen sich hinüber. Die Aktionstaste bloß nicht loslassen, sonst nehmen Sie noch mal ein Bad. Ja. Das ist auch eine Bewegung, die konnte sie bis Tomb Raider 3 nicht. Und ja, da muss man dann halt immer gucken, wie die Textur aussieht, ob man das halt an der Stelle machen kann oder nicht. Aber meistens ist es doch sehr eindeutig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit müssen wir noch? Bis hierhin. Okay. Hier müssten noch mal, genau. Ja. Lass mich ja in Ruhe. Es ist so gemein, wenn man sich noch nicht wehren kann. Auch noch zwei. Na toll. Und was macht unser Herr? Unser Herr Mentor und Verteidiger? Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier ist doch noch ein Schädel. Ja, beiß Lara ins Bein. Naja, wir haben ja genug Medipacks eingesammelt. Ja, jetzt mach sie doch endlich mal platt hier. Übrigens wieder sehr schönes Relief. Das hier ist dann so eine Art Innenhof. Und da haben wir auch solche Ecktürme. Vielleicht ist das dann hier auch der Ort mit den fünf Türmen. Ich meine, das sieht ja auch aus wie einer. Naja, jedenfalls war Kambodscha eigentlich auch immer zu arm, um was hier für den Denkmalschutz zu tun. Deswegen gibt es ja jetzt genug Stiftungen und Organisationen, die sich darum kümmern.